Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. So eine Tiefbohrung muss ja immer vom Bohrklein gereinigt werden und dazu schicken wir saubere Spülung nach unten ins Bohrloch und die kommt dann verschmutzt mit dem ganzen Bohrklein und so weiter wieder an die Oberfläche. Und wenn man sich solche Bilder hier mal anguckt, dann sieht man, dass an der Oberfläche ein Sieb zu sehen ist, ne? Und durch dieses Sieb fällt die Spülung und oben bleibt das Bohrklein drauf und dann geht es wieder zurück in den Kreislauf. Wenn wir aber mal auf eine Bohranlage gucken, so wie das hier zu sehen ist, dann sehen wir, dass diese sogenannte Tankanlage, also diese übertägige Spülungsaufbereitungsanlage, ganz schön komplex ist. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Also was passiert auf dieser Tankanlage? Zunächst mal fließt die Spülung von den Schüttelsieben in den sogenannten Schüttelsiebtank. Und dort werden Proben genommen und dort sieht der Spülungsexperte, dass in der Spülung vielleicht noch ganz viel Feinstoff drin ist und vielleicht auch kleine Gasreste, kleine Gasblasen, die noch entfernt werden müssen. Und deswegen kann der Spülungsingenieur Apparate zuschalten, die Zyklone und eine Zentrifuge und auch den Degaser, um diese ganzen Verunreinigungen aus der Spülung rauszuholen. Wenn die raus sind, fließt die Spülung weiter in einen Durchlauftank. Da wird nochmal geguckt, ob die Spülung in Ordnung ist. Aber oft wird festgestellt werden, dass irgendwelche Eigenschaften der Spülung nicht mehr optimal sind. Und deswegen geht es weiter in den Mischtank. Und in diesem Mischtank, da kann der Spülung noch irgendwelcher Zusatz beigemischt werden, also Beschwerungsmittel oder die Spülung kann angedickt werden. Vielleicht muss sie auch durch Wasser verdünnt werden. Alles das findet im Mischtank statt. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen zur Seite rutschen. Also, jetzt sehen wir hier auf dieser Seite den Saugtank. Da gelangt die ganze Spülung hin, wenn die fertig zum Verpumpen ist. Und aus dem Saugtank geht es über die Spülpumpen wieder zurück ins Bohrgestänge und ins Bohrloch. Tja, es wird aber nicht immer nur Spülung verpumpt, sondern manchmal geht auch eine sogenannte Pille ins Bohrloch. Eine Pille ist zum Beispiel eine besonders dickflüssige Menge Spülung, die einfach so mal wie ein Korken durch die Bohrung durchgepumpt wird, um das Bohrloch mal so richtig zu reinigen. Oder unter Umständen kann auch eine Ölpille mal gepumpt werden, um ein festsitzendes Bohrgestänge wieder zu lockern. Und diese Pille wird im Pillentank angemischt und wandert von da in den Saugtank und von da in die Bohrung, nach Bedarf. So, und jetzt gehe ich hier wieder zurück. Dann können wir auf dieser Seite noch sehen, dass wir unter Umständen ja auch gashaltige Verunreinigungen in der Spülung haben. Wenn Gas mit nach oben kommt, also große Gasblasen, die gefährlich werden könnten für die Mannschaft, dann wird das Bohrloch durch den Blowout-Preventer verschlossen, dass nichts an die Oberfläche gelangen kann. Und von dort aus geht es durch geschlossene Rohre in den Gasseparator. Und dieser Gasseparator, der trennt die Spülung von dem Gas. Die Spülung fällt runter, das Gas steigt nach oben. Und von dort aus geht das Gas auf die Fackel und wird abgebrannt. Das ist dann eine ordentliche Stichflamme, aber die dient nur der Sicherheit der Bohrmannschaft, damit das Gas niemanden mehr gefährden kann. Tja, und hier sehen wir nochmal die gesamte Tankanlage. Die nimmt wirklich einen sehr großen Platz auf dem Bohrgelände ein. Ne? Aber wir haben gesehen, dass da auch eine ganze Menge passiert. Tja, und wer noch mehr Details wissen will, was auf so einem Bohrplatz alles noch zu finden ist, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!